Hallihallöchen und herzlich willkommen zur neuesten Folge Drakensang oder Let's Play Drakensang. Wir sind hier nochmal bei den Piraten und... Ja, wir haben schon ein bisschen Unruhe gestiftet. Es geht jetzt weiter. Ich war gerade in Gedanken. Ist was passiert? Noch nicht, aber ich löse gerade eure Elfenprobleme. Euer Elfenproblem. Das wird auch Zeit. Man bedarf an nassen Füßen, matschigen Hosen und ekelhaften Sumpfviechern ist für die nächsten 20 Götterläufe mehr als gedeckt. Du scheinst dich hier nicht sehr wohl zu fühlen. Wer sich hier wohl fühlt, muss entweder eine Sumpfranze oder eine Kaulquappe sein. Mag sein, da wäre noch eine andere Sache. Was denn? Nun, deine Mannschaftskollegen sprechen über dich. Ach, wirklich? Dabei gibt's doch gar nichts über mich zu reden. Nein, überhaupt nichts. Soll ich sie betören? Oder soll ich sie überreden? Was soll ich jetzt nehmen? Ja, ich betöre sie mal. Denn Quano ist unser Schambolzen. Es tut mir in der Seele weh, eine schöne Frau wie dich bedrückt zu sehen. Was würde ich dafür geben, dass diese Augen wieder lachen? Willst du dein Geheimnis denn ewig mit dir herumtragen? Verschon mich. Ja, ich dachte schon, das wird eh nicht klappen. Aber einige deiner Leute aus der Mannschaft misstrauen dir. Mir? Ich wüsste nicht, was ich getan habe. Ja, ich dachte erst, sie ist so menschenabwesend, dass sie, keine Ahnung, jetzt wirklich darauf reagiert. Aber von ihr Aussehen her dachte ich nicht, dass sie auf diese betörende Kräfte von Quano reagiert. Aber keine Ahnung. War komisch, ein Versuch war's wert. Manchmal genügt... oh. Ah. Manchmal genügt es schon, abseits zu stehen und mit niemandem zu reden, um in Verruf zu geraten. Aber was erzählt man denn über mich? Mist, mein Mikro rutscht immer weiter runter. Das ist nicht schön. Ich hab's nämlich gerade bisschen anders hingestellt. Nicht gut. Muss ich in der nächsten Folge ausbessern. Es gibt Vermutungen, dass du etwas mit dem Verschwinden von Gegenständen zu tun hast. Ich? Ich soll eine Diebin sein? Das ist doch unerhört. Pass auf, was du sagst. Ich gebe lediglich wieder, was andere über dich sagen. Und warum bitte soll ausgerechnet ich eine Diebin sein? Nun, angeblich sonderst du dich ab und sprichst nicht viel mit deinen Kameraden. Ach, das ist doch Blödsinn. Wie soll ich etwas stillen, wenn ich mich von den anderen fernhalte? Du hältst dich also absichtlich fern von den anderen? Was? Nein, so wollte ich das nicht sagen. Aber so ist es doch, nicht wahr? Und du siehst kränklich aus. Bestimmt hältst du Distanz, weil du niemanden anstecken möchtest. Psst! So sei doch leise. Wenn die anderen davon erfahren, lassen sie mich noch in diesem Sumpfloch zurück. Dabei muss ich doch nur zum Bader, um mir ein wirksames Mittel zu kaufen. Bader? Ist das, keine Ahnung, eine Form von Bade? Bader? Keine Ahnung, vielleicht will sie wie mit den Elfen verhandeln. Ich werde schweigen wie ein Grab. Okay. Ja, Läufer, den hatten wir schon. Was gibt's noch so? Elfenbaum und... Okay. Dort geht's zu den Elfen. Wir reden nochmal mit dem da draußen. Mit dem Unruhestifter. Mit dem Rowdy. Wenn wir ihn finden, da ist er. Versteckt. Du schon wieder. Was ist? Ich muss mal kurz mein Mikro wieder ein bisschen hochschieben.
Da wäre noch etwas. Ich frage mich... Wenn's denn sein muss, sprich schon. Kannst du mir etwas über deinen Kapitän berichten? Ha, der hält sich mit seinem blauen Blut für besser als unser eins. Schiffsbauer war er, als wir seinen jungfräulichen Kahn auf der Probefahrt aufgriffen. Lächerlich. Da wäre noch etwas. Ich frage mich... Wenn's denn sein muss, sprich schon. Sag mal, du kommst mir so bekannt vor. Ha, du kennst sicher meinen Sohn Laris. Der Junge ist ein recht stattlicher Bursche und ein herausragender Immanspieler in Ferdok. Ganz groß rauskommen wird er mal, wie sein Vater. Möglich. Warum bist du nicht bei deiner Familie in Ferdok? Ha, die Alte habe ich sitzen lassen. Frauen kommen und gehen. Aber die Freiheit ist ein kostbares Gut. Nun führe ich wieder ein Abenteurerleben. naja. Seid bedankt für diese Auskunft. Oder die Auskunft. Okay, wir reden jetzt erstmal mit dieser einen Frau, die den Jungen immer geärgert hat. Weil, ja, er hat sie ja gerade geärgert. Oder ihr Erde ins Essen getan. Da bist du ja wieder. Ganz zufällig habe ich gerade etwas Interessantes erfahren. Ach, und das wäre? Mich interessieren Neuigkeiten ja immer brennend. Muss ich das jetzt sagen? Will ich eigentlich nicht. Aber egal. Die schwarze Alma hat mir ein paar Intimitäten anvertraut. Das kann doch nicht wahr sein. Seit Tagen versuche ich erfolglos, ihr auf den Zahn zu fühlen. Bitte, wenn ich keine Details erfahre, platze ich noch vor Neugier. Dann erzähle ich es dir lieber. Sie hat ein paar ansteckende gesundheitliche Probleme. Was? Dann kann ich mir ja schon fast denken, was genau es ist. Das gefällt mir. Schön, dass das Leid deiner Kameraden dir solche Freude bereitet. Willst du mal was Spannendes wissen? Es geht um die schwarze Alma. Aber immer doch. Bei der Langeweile... Hä? Was zum Henker willst du? Ach ja, den hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Wir klicken den mal kurz weg und reden mit dem Flo nochmal. Bei den Göttern ein Langohr. Bleib mir bloß vor. Und was ist das große Geheimnis? Seid gegrüßt. Spracht ihr bereits mit den Elfen? Würdet ihr mir noch ein paar Fragen beantworten? Eine Frage beantworten? Sicherlich, ich höre. Meint ihr nicht, dass ihr den Anteil eurer Leute erhöhen solltet? Sie sind... Nein, das darf ich nicht sagen. Sie sollen unzufrieden sein. Habt ihr diesen Husten schon länger? Ihr solltet euch das Rauchen abgewöhnen. Bitte? Ich muss mich verhören. Oh, das war nicht nett. Würdet ihr mir noch eine Frage beantworten? Sicherlich. Ich höre. Ich bemerkte euren Haken. Wie ist das passiert? Die Aussicht auf schnellen Reichtum hat ihre Schattenseiten. Unsere Taktik ist nicht ausgelegt auf Söldner. Nach dem Entern sah ich mich umstellt, aber wusste mein Schwert zu verwenden. So verlor ich meine Hand. Doch behielt mein Leben. Würdet ihr mir noch eine Frage beantworten? Sicherlich, ich höre. Nein, okay. Ja, gut, dann haben wir erstmal ein bisschen was. Ist jetzt was? Was kannst du mir über die Gegend hier erzählen? An deiner Stelle würde ich nicht zu weit in den Sumpf hineingehen. Da kreucht und fleucht überall unangenehmes Getier. Okay. Was für Getier fleucht denn da? Morphus, die Viecher sind wirklich eine Plage. Überall, wo wir hinkommen, sind sie schon da. Sei bloß vorsichtig. Ich habe noch eine Frage zur Gegend hier. Das schauerliche Getier scheint dich ja mächtig zu interessieren, was? Lagert ihr wegen der Tiere hier in dieser Ruine? Na sicher. Ist auch ein klein wenig windstiller und weniger matschig hier, was? Besser versteckt und leichter zu verteidigen, sagt Hakensahn. Okay, das leuchtet mir ein. Na und? Damit
kannst du höchstens den Jungen schocken. Das musst du schon noch ein bisschen aufbauschen, wenn du ja, Läufer. Willst. Mit wem sollen wir denn jetzt hier noch reden? Ja, Läufer? Piratenlager? Mart Wackernagel? Okay. Ich rede nochmal mit Jahrläufer. Wo ist der hier? Ist jetzt was? Was kannst du mir über die Gegend hier erzählen? An deiner Stelle würde ich nicht zu weit in den Sumpf hinein. Ist es wirklich so gefährlich im Sumpf? Zumindest sind einige unserer Leute nicht zurückgekehrt. Aber vielleicht sind sie ja auch den Elfen begegnet. Ich habe nochmal mein Mikrofon gerichtet. Wer weiß? Okay, ich rede jetzt nochmal vorne mit dem lieben Herrn dort. Ich hab's getan. Ich hoffe, die Krähe freut sich schon auf ihre Mahlzeit. Sehr gut. Du wirst sehen, das bleibt nicht ohne Folgen. Hey, ihr seid's wieder. Kann ich dich etwas fragen? Ich muss eigentlich Zwiebeln schälen, aber na gut. Wieso bist du mit diesen Halsabschneidern unterwegs? Die meisten sind gar keine Mörder, sondern wollen nur was zu essen haben. Es gibt nur ein paar, vor denen hat mich der Kapitän gewarnt. Ich war fast ganz verhungert, als er mich mitgenommen hat. Vor wem hat dich der Kapitän gewarnt? Ach so, er meinte im Dorf. Ich soll bei Sorumans Leuten keine Sprüche klopfen, mir nichts vom Zwerg leihen und mich fernhalten von den Magiern, die... Junge, du sollst Zwiebeln schälen. Ach, lass doch den Jungen sabbeln. Wir haben hier viel Wichtigeres zu bereden. Aha, ein Piratendorf. Hey, ihr seid's wieder. Ich muss eigentlich Zwiebeln schälen, aber na gut. Warum seid ihr eigentlich hier, statt den Fluss unsicher zu machen? Der Kapitän hat gesagt, dass irgendwelche Nachrichten ausbleiben. Außerdem sollen wir für jemanden was besorgen. Hat mit einem weißen Tuch zu tun. Oder so. Junge! Ach, lass... ein weißes Tuch, okay. Hey, ich muss eigentlich Zwiebeln schälen. Ist dir zufällig bei einem Überfall vor kurzem eine rothaarige Frau aufgefallen? Warum wollt ihr das denn wissen? Ich muss nach... Was gibt's da lange nachzudenken? Vielleicht hilft dir meine Axt beim Nachdenken. Wenn du sie gesehen hast, erinnerst du dich bestimmt. Sie ist wunderschön. Wie dieser funkelnde Silbertaler. Lass dir Zeit. Du würdest uns sehr helfen, wenn du dich erinnerst. Ja, da war eine Frau, aber... Junge, du sollst Zwiebeln schälen. Ach, lass... Okay. Gut. Dann, ja. Reden wir noch mal mit Mark Wackernagel. Du schon wieder. Was ist? Die Elfen spüren die Mutlosigkeit deines Kapitäns. Sie werden sich nur beugen, wenn ihr Stärke zeigt. Ha! Mir machen diese Langohren mit ihrem Hokuspokus keine Angst. Aber der feine Herr Kapitän bangt um sein Leben. Ich denke, du solltest eine zentrale Rolle in meinem Plan spielen. Gut so. Ich will ja nicht rumstehen, bis uns das Gebrannte ausgeht. Was hat der Captain vor? Fuldigo allein weiß, was der in seiner Kajüte ausbrütet. Mit seiner Pfeife und seinen Karten. Ganz ehrlich, niemandem ist geholfen, wenn du deinen Unmut für dich behältst. Übernimm das Ruder. Ey, so einfach ist das nicht. Selbst hier gelten gewisse Regeln. Na, verdammt. Wenn du nichts unternimmst, wird man bald selbst dich einen Feigling schimpfen. Ha! Das werde ich nicht zulassen. Sonst kann ich mein wackeres Gewerbe bald an den Nagel hängen. Noch etwas. Ich habe gehört, ihr bekommt kaum Anteil an der Beute. Die Mannschaft murrt. Aber was soll ich Ihnen sagen? Für mich ist klar, nicht dieser Zweifler sollte Captain sein, sondern du. Bei Fex, du hast recht. Das Glück ist mit dem, der die Gelegenheit beim Schopfe packt. Du als Kapitän, ich sag immer Captain oder Kapitän, du als Captain könntest uns zum Sieg führen. Mit dieser Meinung stehe ich sicher nicht allein. Okay, es gibt noch mehr Unfrieden. Und wir steigen und steigen Stufen auf. Das ist sehr gut. Ich gehe nochmal zum Kapitän. Oder lieber nicht. Ich denke halt nach.
Ich glaube nicht. Ich beende jetzt hier die Folge. Denn, ja. Obwohl, nein. Noch haben wir noch ein bisschen Zeit. Noch haben wir noch ein bisschen Zeit. Was laber ich? Wir haben noch ganz schön viel Zeit. Das Einzige, was nervt, ist mein Mikrofon, das immer weiter runterrutscht. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen gerichtet. Das wird jetzt für die letzten 5 Minuten, glaube ich, reichen. Ich rede nochmal mit dem Kapitän. Seid gegrüßt. Spracht ihr bereits mit den Elfen? Nein, aber bald. Verlasst euch darauf. Nein, würdet ihr mir noch ein paar Fragen beantworten? Sicherlich. Ich höre. Ach, egal. Okay, der hat nichts. Dann rede ich nochmal mit der Krähe, ob die ihr Essen endlich gegessen hat. Ja, da bin ich. Lass uns noch etwas plaudern. Ja, spinnen wir ein wenig Seemannsgarn. Okay. Okay, es gibt nichts Neues. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Elfen. Und ja, schauen dann weiter. Also ich glaube, wir werden es nochmal schaffen, dass die Piraten sich selbst töten. Und ja, wir gehen mal los. Es wird jetzt wieder ein relativ langer Weg und halbwegs anstrengend, denn ich weiß, dass hier auch recht starke Gegner sind in der Ecke des Waldes. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ja keine von denen jetzt zu mir kommen. Beziehungsweise, dass sie nicht gegen die kämpfen muss. Ja. Oh, wir haben ja noch ewig Zeit. Naja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt reden soll. bisschen ungewohnt, Drakensang zu spielen. Ich spiele normalerweise Minecraft. Und da habe ich immer Themen, weil ich das sofort aktuell aufnehme und ja, nur eine 20-Minuten-Folge bringen muss. Diese Tiere da sind so stark. Sieh nur, wie ihre Häuser aus dem Baum geformt sind. Ist es nicht wunderschön? Ja. Okay, und ja, warte, ich muss noch mal ein bisschen weiterreden. Und in Minecraft habe ich dann halt aktuelle Themen, aber wenn ich hier dann, keine Ahnung, 2 Stunden am Stück aufnehme, gehen mir so die Themen aus. Ich bin jetzt erst bei der zweiten Folge, aber trotzdem habe ich schon kein Gesprächsthema mehr. Nicht gut. Naja. So, zumindest gehen wir jetzt mal weiter. Okay. Wir reden mal. Isaliel Schwingenschlag. Sanyasala, du sprachst mit den gierigen Menschen? Ihr Kapitän hat mich als Vermittler akzeptiert. In einer Verhandlung kann ich für euch sprechen. Du willst für uns sprechen, obschon du deine eigene Sippe verlassen hast. Lass Linwen Eulenflug dich etwas über uns lehren, damit wir erkennen, ob du wirklich Faesala mit uns teilen kannst. Ich werde mit Linwen sprechen. Okay, wir haben noch mehr Punkte und ich bin auch Stufe 5. Yeah! Sanyasala, gern begrüßen wir Fee in unserem Heim, die darunter leiden. Ich möchte gern etwas mit euch tauschen. Ja, das können wir machen. Was interessiert dich? Kannst du 4-blättrigen Klee oder glatte, runde Steine finden? Die sind so schön. Dafür gebe ich dir scharfkantige Steine oder Gänsefedern. Danke, das reicht mir. Was hat er denn? Sanyasala, Isaliel hat mir schon von dir erzählt. Warum bist du mit Menschen und einem Zwerg unterwegs? Das Nurdra, ich habe keine Ahnung, was das heißt, meines Freundes ist bedroht. Das Leben. Ja, das hält ihn von der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe ab. Ich werde nach Zeichen Ausschau halten, was die Zukunft für deinen Freund bereithält. Wenn ich dir sonst noch helfen kann, sag es. Nicht schon gut. Okay, jetzt reden wir mit ihm. Oder gehen erstmal darüber, das ist jetzt die Frage. Ich rede mit ihm. Obwohl, ich würde die Folge beenden. Ja, ich rede nochmal. Sanyasala, wie schön, einen weiteren Elfengast hier zu haben. Auch Gwendala Sonnenhauch ist aus der Ferne zu uns gekommen. Nur hat. Mein Name ist Jay-Z. Und ich danke dir für den freundlichen Empfang. Sei willkommen.
Ich bin Linven Eulenflug. Gern werde ich mein Wissen mit dir teilen, wenn du es möchtest. Ich lerne immer gern dazu. Eine erfreuliche Haltung. Möchtest du deine Fähigkeiten schulen, meine Materialien betrachten oder etwas über das elfische Wesen lernen? Lehre? Was hat er denn Schönes, Scharfschütze? Klingt echt gut. Ausweichen klingt auch recht gut. Blitz dich Finn braucht mir nicht. Eiskalte Kämpferherz, was kann das? Das Ziel wird im Kampfrausch versetzt. Okay. Gut. Jetzt nicht genau das, was ich brauche. Okay, ich würde echt gerne ein paar Bogenschussfertigkeiten lernen, obwohl ich nicht brauche. Ich bringe mir einfach nochmal Ausweichen bei. Ich finde, das ist das Wichtigste. Ja, ja. Okay, denn, ja. Meiner Meinung nach ist das mit das Wichtigste, obwohl, wir können ja nochmal reden. Ich grüße dich. Lehre. Was? Ausweichen 1 besitzt sie, aber nicht Ausweichen 2. Ja. Er hat Ausweichen 1. Was? Er hat nicht Ausweichen 1. Dann können wir ihm das lernen. Und Ausweichen 2 auch gleich. Das ist gut. Ich glaube, das ist jetzt Pfeilen ausweichen. Aber egal. Ich beende jetzt hier die Folge im Elfendorf. Baum, Dorf. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Sieht echt schön hier aus. Und ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss.